Effenberg. Elber. Eckball wird da entschieden. Wasser. 2-0. Elber. Dreißigste Minute. 2-0. Da Capo für den FC Bayern. Jetzt kommt Basler. Angeschnitten. Zwei Mann standen da. Elber und Janka. Katastrophale Abwehr. Zwei Mann standen da gegen Robert Kovac. Wo war der Zivkovic? Überhaupt nicht zu sehen. 10. Saisontor für Giovane Elber. Tarnat. Schöner Pass auf Elber. Effenberg kommt, fordert. Ah, ja, gedacht war auf Lisa Razou, der völlig frei stand. Also das muss ja entnervend sein für Christoph Daum. Hier ist ja jede Ordnung verloren gegangen. Beim Tabellenführer aus Leverkusen. Ramelow. Kaum Laufbereitschaft, kaum einer bietet sich an. Und da muss schon der Schiedsrichter ein bisschen nachhelfen, um den Gästen vielleicht mal eine Chance zu eröffnen. Denn diese Attacke von Linke war für mich kein Foul. Ja, das gibt Eckball. Ich hatte den Eindruck, der Olli war jetzt nicht im Bilde. Wer diesen Ball hatte abprallen lassen, er dachte wohl, ein Leverkusener wäre dran gewesen. Aber so gibt es Eckball. Schlecht gemacht. Ja, wenn man da an die Statistik denkt, liebe Zuschauer, dann möchte man alles vergessen. In den 6 letzten Spielen vor dieser Begegnung hat Leverkusen insgesamt nur ein Gegentor bekommen. Und heute schon 2 nach 30 Minuten. Gut aufgepasst und mitgespielt, Oliver Kahn. Emerson. Zivkovic. Janka gegen Zivkovic, da hat man gleich ein ungutes Gefühl aus Leverkusener Sicht. Es gibt Eckball. An beiden Toren maßgeblich beteiligt Boris Zivkovic. Individuelle Fehler, aber das ist es nicht allein.
Die ganze Abwehr hat ja geschwommen da. Super Mario, sein Spitzname beim FC Bayern. Das hätten wir lieber nicht sagen sollen. So super war das nicht. Er hat ja selbst die Diskussion angefacht um eine Vertragsverlängerung. Der jetzige läuft noch bis 2000, aber die Bayern machen gar keine Anstalten, vorzeitig mit ihm zu verhandeln oder gar zu verlängern. Da muss er sich erst noch eine Weile bewähren, denke ich. Sir Roberto. Schwach, schwach. Tarnath. Basler. Lothar Matthäus, zumeist vor der Abwehr jetzt im Mittelfeld, versucht anzuschieben, versucht seine langen Pässe anzusetzen. Und wir haben ja einige schon beobachten können. Wieder Matthäus. Elber. Ach, herrlich, auf Janka. Ja, da kann man nicht mehr rum. Der Winkel war ein bisschen spitz geworden und dann in vollem Lauf aus der Drehung. Sieht so leicht aus, aber schwer zu machen. Babbel. Mensch, hat der Platz. Wo ist der Happe? Ramelow. Bemüht zumindest. Ramelow. Ein bisschen Ordnung im Mittelfeld herzustellen bei Leverkusen. Sir Roberto, der Erfinder des fünffachen Übersteigers, zuletzt in Bochum hat er ihn kreiert. Emerson, kein Abseits, Meier, Kirsten. Ah. Entweder selbst machen. Mut haben und selbst mal draufhalten, Junge. Erik Meier. Aber ich habe das Gefühl, der bereitet lieber Tore vor. Acht hat er ja schon vorbereitet. Das ist Spitze in der Bundesliga. Gemeinsam mit Bode von Werder Bremen. Aber es hilft ja alles nichts. Lisa. Tarnath. Wenig Laufbereitschaft in der Mannschaft von Leverkusen. Die traben so schwerfällig hier über grünes Gras. Foul, Reb. In der Regel einer der zurückhaltenden, schüchternen, schweigsamen. Ja, von hinten attackiert. Unheimlich viel Platz, das Spiel von hinten aufzubauen. Der FC Bayern in der eigenen Hälfte kaum gestört. Emerson gegen Tarnath. Schön abgedeckt den Ball, der Brasilianer. Novotny. Jetzt Überzahl. Novotny. Und Happe. Sieger im Kopfballduell mit Mario Basler. Na, das ist kein Kunststück. Gleich 40 Minuten gespielt.
klare spielerische Überlegenheit des FC Bayern München. Keine Spur von Müdigkeit, wie man hätte vermuten können, nach diesem temporeichen Kraftakt in Manchester. Die Mannschaft im Kopf beweglicher, freier. Oh ja. Foulspiel Matthäus. Wieder Ramelow. Also der Christoph Daum hat mich so gespannt gemacht auf die eingeübten Freistoßvarianten, aber was wir bisher hier gesehen haben, das war Driss. Krasser Fehlpass. Basler. Abseits, ja, ja. Fahne ein bisschen spät oben von Thomas Borchert. Aber wie wir hier sehen, sogar zu spät oben und zu früh. Denn es war kein Abseits. Der FC Bayern in allen Belangen überlegen. Gewinnen die entscheidenden Zweikämpfe im Mittelfeld. Bessere Raumaufteilung. Größere läuferische Bereitschaft. Klare Überzahl bei den Torschüssen. Und insofern eine eindeutige 2:0 Führung durch Tarnath und Elba. Effenberg. Babbel. Und Basler. Sehr Roberto. Ah, gelb, ja, keine Frage, gegen Babbel. Von hinten mit der Sense. Fünfte gelbe Karte. Also kämpferische Bereitschaft hier auf beiden Seiten, ungefähr ausgeglichen vorhanden. Und damit hat Markus Babbel sich selbst eine kleine Pause verordnet. Am kommenden Mittwoch in Mönchengladbach wird er seiner Mannschaft fehlen. Aber was macht er schon bei der Bank? Bei der Bank? Ramelow. Reb. Ah. Klare Sache. Lisa Rasso. Babbel bei Meier. Linke bei Kirsten.
Und dann gibt's Eckball. Ich schätze, da war Tarnath noch dran. Sehr Roberto. Oh. Da ist der Oli Kahn aber schön unter dem Ball durchgesegelt. Aber Leverkusen kann nichts draus machen. Reguläre Spielzeit abgelaufen. 2-0. Völlig okay. Es scheint doch so zu sein, wie Leverkusens Co-Trainer Koch prophezeit hat. Wenn der Mannschaftsbus ins Olympiastadion einfährt, beginnt es strenger zu riechen, weil einige Herren schon gehörig die Hosen voll haben. Diesmal haben wir Pampers dabei. Und wer welche braucht, kann sie anfordern. Vielleicht passiert das ja in der Pause. Es wäre nötig, denn die Mannschaft spielte hier überhaupt nicht gelöst. Völlig gehemmt, verkrampft, kein Spiel über die Flügel, geringe Laufbereitschaft. Im Mittelfeld oft nicht nah genug bei den Gegnern. Und die 2-0-Führung für den FC Bayern geht hier hundertprozentig in Ordnung. So, jetzt ist soweit. Wir rufen zur Zwischenzeit, liebe Zuschauer. Bleiben Sie neugierig. Bis gleich. Die zweite Halbzeit genießen, liebe Zuschauer. Natürlich, da haben wir gerade den Co-Trainer gehabt von Leverkusen mit seiner düsteren Prognose. Aber ich denke, er hatte das positiv gemeint. Er wollte diese Verkrampfung verhindern damit. Und da ist der neue Mann bei Bayern 04, Niko Kovac. Ein Mann für das offensive Mittelfeld oder für die rechte Außenbahn. Zivkovic ist raus. Also, ein Defensiver raus, ein Offensiver rein. Das ist das, was Christoph Daum jetzt ändert. Erkennbar ändert. Ob sich von der gesamten Einstellung seiner Mannschaft etwas ändert, ob sich diese Verkrampfung endlich löst, darauf sind wir gespannt. Happe. Der erste Kontakt mit der rauen Wirklichkeit, Niko Kovac. Er ist ja so etwas wie der Edeljoker für Christoph Daum. 15 Spiele gemacht, davon ist er 11-mal eingewechselt worden. 4 Tore. Sivko. Ja. Da hatte sich Robert Kovac leicht verschätzt bei diesem langen Ball von Lothar Matthäus. Er dachte, Effenberg stünde im Abseits, aber die Fahne blieb unten. Kovac. Ramelow. Meier. Ramelow jetzt zentraler in der Rolle des Liberos bei Leverkusen. Nowotny weiter nach außen. In der Position von Zivkovic. Niko Kovac. Effenberg. Also es geht gleich richtig schmerzhaft los für Niko Kovac. Ah,
hat er eins abbekommen. Das Spiel wird aber gleich weitergehen mit Freistoß für den FC Bayern München aus dem Mittelkreis heraus. Mannschaftsarzt und Betreuer Czolek haben ihm wieder auf die Beine geholfen, dem Nico. Da trabt er wieder ganz locker drüben. Es wird weitergehen. Kirsten. Er hat noch nicht eine Szene gehabt. Der Torjäger der 90er Jahre. Noch nicht eine Situation, Ulf Kirsten. Matthäus. Schön auf Elba. Effenberg in der Mitte. Da war noch Wotny dazwischen. Ja, Christoph Daum, denke ich, hat hier Konsequenzen gezogen aus zwei maßgeblichen individuellen Fehlern von Boris Sivkovic, der an beiden Toren beteiligt war. Basler. Zé Roberto. Foulspiel Matthäus. Emerson. Ins Niemandsland. Ein Kopfball ins Niemandsland. Da rückt keiner nach. In die Mitte. Meier mehr von außen kommend. Jetzt gegen Babbel. Ramelow. Insgesamt aber auffällig in dieser Startphase der zweiten Halbzeit. Bayer Leverkusen im Gesamtkomplex weiter nach vorne aufgestellt. Basler, ha, schön. Aber dann dies. Happe. Nach seiner Verletzung zum ersten Mal wieder dabei. Er hat ja drei Spiele aussetzen müssen. Markus Happe. Da haben wir den Kapitän des FC Bayern, Thomas Helmer. Wohin führt sein Weg, Thomas Helmer? Im Winter wird es eine Entscheidung geben. Ottmar Hitzfeld wird seine Empfehlung dann dem Vorstand unterbreiten. Und dann wird man sehen, ob Thomas Helmer hier noch eine Zukunft hat. Die meisten Insider zweifeln daran. Liverpool war zuletzt im Gespräch. Ah, schönes Stellungsspiel von Tarnath. Und dann riskant. Dieser Pass von Oliver Kahn auf Lisa Razou. Festgehalten von Reb.
am Arm. Christoph Daum hatte ihn umfunktioniert für die rechte Außenbahn. Hat er ja nie gespielt in Bielefeld, der Jörg Rehm. Da war er eher einer vom Typ Zerstörer. Jetzt soll er eine spielaufbauende Rolle spielen. Na nun, heute und hier kaum eine Spur. Gepfiffen diese Aktion von Janka gegen Ramelow. Nowotny. Meier. Emerson. Schön. Auf Happe, aber abseits. Vertretbar, denke ich, ja. Wenn man sich an der weißen Strafraummarkierung orientierte, denke ich, stand Happe tatsächlich im Abseits bei diesem Zuspiel von Robert Kovac. Ja, jetzt gibt es da eine kleine Unterbrechung von Schiedsrichter Berg. Völlig zu Recht. Er weist die Leverkusener Auswechselspieler an, sich bitte schön hinter das andere Tor zu begeben. Das ist völlig in Ordnung. Bei Oliver Kahn haben die nichts zu suchen. Die müssen auf die andere Seite. Basler, Effenberg und Tarnath. Aus halbrechter Position das Ding für Michael Tarnath. 10 Meter, 12 Meter, Anlauf. Oder Basler? Nein, Tarnath! Fahne hoch, Fahne hoch. Abseits. Ist Peter Gagelmann stark unter Beschuss von Lothar Matthäus. Wir werden uns die Bilder noch einmal anschauen, liebe Zuschauer, und zwar ganz langsam, ganz langsam. Hier. Ja. Elber. Elber um eine Handbreite im Abseits. Auf jeden Fall hart umstritten. Das muss man sagen. Er stand vielleicht eine Handbreite im Abseits. Aber hätte er überhaupt eingreifen können, dann war es sicherlich passiv. Also. Eigentlich doch eher ein reguläres Tor. Abgefälschter Freistoß von Michael Tarnath. Glück für Leverkusen. Basler.
Jeremies. Effenberg, viele, viele Ballkontakte, wird immer wieder gesucht. Tarnath, Effenberg, riskant, dennoch. Ball im Seitenhaus. Ein bisschen Fußball-Ästhetik.